Heute aber eben nicht nur gefeiert, es wurde auch demonstriert und protestiert. Zum Tag der Deutschen Einheit haben in Berlin auch mehrere rechte und linke Demonstrationen stattgefunden. Die Polizei hat das Ganze natürlich entsprechend begleitet, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Was, wo geschah? Hier die Zusammenfassung. Von der Mastis an die Ein letztes Häuflein der Gruppe Wir für Deutschland singt zum Abschluss noch die verpönte erste Strophe der Nationalhymne am Hauptbahnhof aufgebrachte Gegendemonstranten. Gegen 20 Uhr beenden die letzten Teilnehmer die Demo. Vorher war die Stimmung aggressiv. Eingekeilt zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten sind diese Touristen aus Kiel. Wir sind hier aus Versehen in die Ecke gekommen mit den Kindern und wollen da durch. Und wir sind echt entsetzt. Gegendemonstranten erwarten die mehr als 1000 Teilnehmer des rechten Aufmarschs am Nachmittag in der Ackerstraße. Laut Polizei sollen einige den Hitlergruß gezeigt haben. Eine Anwohnerinitiative hält dagegen. Es kann nicht sein, dass hier heute Nachmittag Jungs mit diesem Gruß langspazieren. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Das geht nicht. Ich bin Jude. Und das funktioniert nicht. Wir haben gezeigt, dass wir mehr sind. Und wir haben gezeigt, dass wir den Spinnern keine Straße lassen für ihre Scheiße. Allerdings waren heute ungefähr genauso viele linke wie rechte Demonstranten auf der Straße. Erst am Abend war der Spuk vorbei. Bernd Schul begrüßt jetzt den Extremismus-Experten Olaf Sundermeier. Hallo Olaf. Hallo Frau. Was ist denn nun von den Demos heute in Berlin zu halten? Ich habe mir das halt heute Mittag angeschaut in Berlin. Los ging es ja vom Hauptbahnhof an dem Europaplatz. Das ist eine heterogene Demonstration der Rechten aus der ganzen Bundesrepublik. Vor allen Dingen auch aus Sachsen und aus Brandenburg sind dort Leute zusammengekommen, die kilometerweit durch Mitte laufen konnten. Fast ungehindert, muss man dazu sagen. Wir erleben ja seit 3-4 Jahren im Prinzip eine Demonstrationskultur in Berlin, wo rechte Demonstrationen ungehindert zu Tausenden auch durch die Stadt laufen können. Das war auch heute wieder so. In der Zahl war die rechte Demonstration durchaus lauter und größer als die der Gegendemonstration. Und das sind Menschen, die sehr radikal unterwegs sind. Waren viele Leute aus der NPD dabei, aus der Hooligan-Szene, war eine eindeutig homogen rechtsextremistische Veranstaltung. Du gab es ja nicht nur in Berlin solche Demonstrationen, auch in Cottbus, da hat die Zukunft Heimat gerufen, da ging es durch die Stadt oder in der Stadt. Wir haben hier auch ein paar Bilder davon. Was war da los? Das war eine andere Gruppierung, ne? Tatsächlich sind es Leute, die sich als Teil einer und derselben Bewegung sehen. Wir haben ja bundesweit dieses Demonstrationsgeschehen. Aber in Cottbus erleben wir regelmäßig wiederkehrende Demos von diesem Verein Zukunftsheimat, der im Prinzip eine Art Tarnorganisation der AfD ist. Die AfD führt die Feder bei diesen Veranstaltungen in Cottbus, versucht auch das Feld zu bereiten für kommende Wahlen im kommenden Jahr in Brandenburg. Auch dort ist die Zahl der Demonstrationsteilnehmer etwa 800 bis 1000 bei Zukunftsheimat und AfD deutlich über der Zahl gewesen der Gegendemonstranten. Wie kommt das? Cottbus hat sich seit rund anderthalb Jahren im Prinzip zu einem Aufmarschort der rechten Szene entwickelt. Ganz gezielt treibt die AfD das voran im Hinblick auf Wahlen im kommenden Jahr. Und die Deutungshoheit ist ähnlich, wie wir das aus Chemnitz kennen. Dieser Schulterschluss AfD mit Rassisten, mit Rechtsextremisten, die dort auf die Straße gehen, das fruchtet einfach, dieses wiederkehrende Demonstrationsgeschehen dort. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Gegendemonstranten in Cottbus auch allmählich müde geworden sind und sich mürbe machen lassen von dieser Willenskraft, die tatsächlich von diesem rechten Verein Zukunft Heimat ausgeht. Olaf, danke für die Einschätzung.